Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu diesem Video von mir. Ich habe wieder Post und zwar von FG Normal. Ich habe darauf echt ungeduldig gewartet, weil dort etwas drin ist, worauf ich mich riesig freue. Ja, und dann habe ich noch etwas für euch. Und zwar, wenn ihr bei FG Normal bestellen möchtet, habt ihr ab jetzt einen 8% Rabattcode. Und zwar mit Annika 8 off. Ich werde euch das hier nochmal drunter schreiben. Das ist der Rabattcode. 8% zahlt ihr dann weniger. Und ja, das könnt ihr nutzen, solange ihr möchtet. Das ist ab jetzt gültig. Viel, viel Spaß beim Shoppen. So, und ich zeige jetzt, was ich so bekommen habe. Ich durfte mir wieder was aussuchen. Und da dachte ich mir, mache ich es diesmal, als erstes hole ich etwas raus, was ich im Moment sehr, sehr gerne mir aussuche, weil die einfach toll sind, die Koffer. Ich zeige euch den mal nochmal. Ich habe den schon in lila. Und da ich im Moment sehr viele Projekte habe, die ich machen möchte, habe ich mir nochmal einen ausgesucht. Und diesmal ist sogar ein Toolkit mit dabei. Das hatte ich bei meinem anderen von einer anderen Firma nicht. Also hier ist diesmal ein Toolkit mit dabei. Finde ich richtig toll. Und natürlich die Etiketten. Ja, 20 Tic-Tac-Dosen in einem Koffer. Das heißt, für kleine Bilder absolut top. Der Koffer ist süß, der ist klein und der ist sehr stabil. Also, der hält was aus. Ne? Also, wenn der mal runterfällt, der geht nicht kaputt. So, ich mache den jetzt erstmal zu. Ich habe mir den ausgesucht in diesem schönen Blau. Ich finde das so schön. So ein Babyblau. Da sind 20 Tic-Tac-Dosen drin. In einer Tic-Tac-Dose ist Platz für 1000 Steinchen. Ungefähr. Würde ich mal so sagen. So, dann zeige ich euch nochmal, was ich für uns noch bestellt habe. Ein Bild. Zwei Bilder. Und ein besonderes. So. Gucken wir mal das weg. Als erstes zeige ich euch, was hier dran so besonders ist. Und zwar habe ich mir dieses hier bestellt. Ja, das soll direkt auf einen Rahmen sein. Ich habe sowas noch nie gepaintet. Ich wollte mir das unbedingt mal angucken. Ich tue erstmal den Müll hier weg. Und dann gehen wir mal genauer darauf ein. Ich habe mir so in der Art ein Diamond Painting noch nie ausgesucht. Ich wollte es unbedingt mal machen. Ich bin gespannt, wie das aussieht. Oh, genial. Ja. Wie ich schon gedachte, dieses Bild ist schon direkt auf dem Rahmen drauf. Das wollte ich schon lange mal machen. Da habe ich mich schon lange drauf gefreut und ich glaube, davon werde ich mir noch einige holen. Das heißt, die Leinwand ist hier schon drauf gespannt. Hier seht ihr es, hier ist die Legende. Normalerweise wäre das so eine normale Leinwand. Aber die ist schon hier drauf. Das ist natürlich der Hammer. Wahnsinn. So. Wir haben hier die DMC-Nummern dabei. Sieht man das jetzt? So. Die DMC-Nummern, Bildnummern, also die Farbnummern von der Farbe. Wir haben runde Steinchen, sehr, sehr schöne runde Steinchen. Ich zeige euch die mal. Und ja, ich fahre mal ein bisschen weiter weg, dann seht ihr das Bild ein bisschen mehr. So, genau. Ich habe genommen dieses Bild, weil ich hier beim Mond Leuchtsteine einfügen möchte. Von der Jonin. So, wir haben hier weiße Steine. Ein schönes, schönes Blau. Ein hellblau. Ein lila. Das Blau ist schön. Das finde ich total schön. Ja, rosa, Orangetöne. Dann haben wir natürlich auch Schwarz dabei. Noch ein Babyblau. Ein schönes, sattes Rot. Sehr, sehr schöne Steine. Auf den ersten Blick sehen die sehr gut aus. Man muss natürlich sehen, wenn sie dann gepaintet sind, ob sie gut halten, ob sie gut sitzen. Das kann man so am Anfang nicht sagen. Aber es sieht gut aus. Sieht gut aus. So, die Leinwand ist gut aufgespannt. Man entfernt dann hier die Folie und kann dann loslegen. Kleben tut die super. Ich zeige euch mal hier dieses
Legefeld. Sehr, sehr schön. Symbole gut zu erkennen. Das werde ich heute mal painten. Dann schauen wir mal, wie es wirkt, ne? Also absolut schönes Bild. Ich freue mich riesig. Mein erstes in der Art und ich glaube, ich werde mir davon demnächst noch ein paar bestellen. Also die direkt auf dem Rahmen zu haben, ist schon sehr praktisch. Weil man ja jetzt im Moment nicht so gut die Bilderrahmen bekommt, außer man bestellt sie jetzt online. Leider hat ja Action und Co. zu. So, ich packe das Ganze jetzt mal wieder ein. Toll, toll, toll. Ich bin begeistert. Also wenn ihr sowas haben möchtet, ich verlinke euch das Ganze unter dem Video. Diamond Painting Berglandschaft 35x25. Und ja, wie ihr gesehen habt, inklusive dem Keilrahmen. Mal hier verschärfen, genau, inklusive Keilrahmen. Leinwand auf Holzrahmen zum Aufhängen direkt. Dann komplettes Set zum direkten Loslegen. Und ja, wie beim Malen nach Zahlen. Genau, und das ist das Bild, die Bildervorschau. Echt schönes Bild, oder? Also da kann man schon echt, das ist echt schön. Oh, ich freue mich drauf. Schön, schön. Tolles Produkt, finde ich super. Direkt Startklar zum Aufhängen. So, dann habe ich mir natürlich auch noch zwei andere Bilder ausgesucht. Die hole ich mir mal hier vor. Ich packe als erstes dieses Bild hier aus. Es wird heute ein etwas längeres Video. Das ist mir aber auch egal. Hauptsache, ich zeige euch die Bilder. So. Ich habe mir zwei größere Bilder ausgesucht. Ich glaube 50x40. Also mittlere Größe, kann man sagen. Hier habe ich eins ausgesucht. Das wollte ich schon länger haben und ich war gespannt, wie das rauskommt bei der kleinen Größe. Aber ich glaube... wir haben quadratische Steinchen. Jawohl. Das ist richtig toll. So, ich mache mal eben hier. Na, fixiere. Genau. So. Seht ihr das? Richtig schicke Farben. Ich zeige euch mal die Seite hier. Schönes, sattes Gelb. Orange, rosa, blau. Ich gucke mal auf die Steine genauer. Die sehen doch soweit gut aus. Was meint ihr? Guckt euch das Grün an. Also auf den Tüten sehe ich jetzt keine DMC-Nummer. Aber auf der Leinwand. Ja, das ist der Top. So. Ein Toolkit ist dabei. Ich werde mal hier wieder scharf stellen. Genau. Ein Toolkit ist dabei. Einmal Wachs, einmal Stift, einmal Schiff. Haben wir ja immer dabei. So. Und jetzt zeige ich euch das Bild. Da, da, da. Oh, das kommt gut raus. Also für die Größe kann man nichts sagen, oder? 40x50. Also man kann nichts sagen. Das ist Wahnsinn. Das hätte ich, jetzt bin ich überrascht. Bin ich... echt überrascht. Schön. Und dazu noch quadratische Bilder, Steine. Genau. Finde ich toll. Da werde ich mega Spaß dabei haben. Ja. Super Mario. Genial. Also top. So, wir haben hier 33 Farben. Das ist schon eine gute Farbanzahl. 33 Farben, 40x50, 50x40. Wahnsinn. Hier auch zum Verstauen die Bildnummer. Die ist dann auch hier, die ist dann auch hier drauf. Die F313. Ja. Quadratische Steinchen. Ich werde das Ganze mal hier scharf stellen, dann seht ihr den Druck. Der ist echt gut. Der Druck ist wirklich gut. Und hier kann man auch super mit den Abby-Steinchen arbeiten von der Janine X. In dem Grün, in dem Blau. Hier das Rot, da kann man die 666 einfügen. Das Rosa kann man noch mit ABs verschönern. Also toll. Wahnsinnig schön. Ja, das ist Super Mario. Ich verlinke euch natürlich auch dieses Bild unter dem Video, in der Videobeschreibung. Ja, die Farben lasse ich hier mal geschlossen. Ich zeige euch die nur hier so grob. Nochmal das Rot. Ja, sehr, sehr schöne Bild. Oh.
Ja, am liebsten würde ich sofort anfangen, aber ich habe gerade noch andere Projekte, da geht das leider nicht. So. Dann packe ich das mal zur Seite. Echt tolles Bild. Stellen wir mal wieder scharf hier. Ja, dann kommen wir zu meinem absoluten Favoriten. Absolut. Darauf habe ich mich jetzt schon lange gefreut, weil ich im Moment die Serie schon wieder suchte. Ja. Genaueres dazu sage ich jetzt nicht. Ihr seht es gleich. Es gibt eine Serie aus den 90ern, die gucke ich absolut gerne. Die habe ich jetzt schon mindestens 5-mal durch. Was genau es ist, zeige ich euch jetzt gleich. Ich habe das Bild gesehen und musste es haben. Ich bin gespannt, ob es gut rauskommt. Aber wenn ich da an Super Mario denke, der kam schon gut raus. So, okay, den Müll weg. Und jetzt wird's spannend. Haben wir da eckige oder runde Steine? Sieht aus nach rund. Da. Erkennt ihr schon was? Phoebe, Joey, Monica, Ross, Jennifer? Nee, wie heißt die Nummer? Ich habe keine Ahnung. Und Chandler. So, das ist das Toolkit. Runde Steinchen. Absolut tolle Steine wieder. Wir haben hier 24 Farben, 60 mal 40 ist das Bild. Und es kommt super raus. Wahnsinn. Ich freue mich. Ich gucke die Serie so gerne. Also alle Staffeln schon so oft durchgesuchtet. Ich finde das so toll. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe Angst gehabt, dass alles verpixelt ist. Weil 60 mal 40 ja doch schon für so ein großes, für so ein Gruppenbild immer so ein bisschen kritisch ist. Aber hier die Farben sind sich sehr ähnlich. Das wird knifflig, aber ich glaube, mit Leuchtpad wird das kein Problem. Alleine schon die Aufschrift Friends. Ui. Ui. Ja, ich freue mich, wie ihr sehen könnt. Moment, mal wieder scharf stellen. So. Ja, runde Steinchen. Wenn das jetzt mal immer fixieren würde. Im Moment macht meine Kamera, was sie möchte. So, wir haben hier sehr, sehr schöne Steine. Also ich habe ja mit FG Normal noch nie irgendwelche Probleme gehabt. Also die Steine waren bis jetzt immer toll. Die Bilder waren bis jetzt immer toll. Und ja, ich bestelle mir auch gerne kleine Bilder für zwischendurch, weil wenn ich meine großen Projekte mache, dann schalte ich auch gerne mal zwischendurch bei kleinen Projekten ab. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so habt. Aber ich hab's halt so gerne. So. Ja. Was von den sind das jetzt drei Sachen? Vier Sachen. Was von den vier Sachen hat euch bis jetzt am besten gefallen? Super Mario, Friends, gerahmtes Bild oder der Koffer? Sagt's mir gerne in den Kommentaren. Ich freue mich auf eure Meinung und auf eure Ideen, was ich als nächstes so bestellen könnte. Könnt ihr mir ja gerne mal drunter schreiben. Was ihr gerne mal sehen möchtet. Ob aus Filmen, Serien oder irgendwelche bestimmten Bilder. Sagt's mir gerne und ich werde dann mal schauen, was ich machen kann, wenn ich das nächste Mal was aussuchen darf. So. Ich habe mich gefreut über dieses Paket. Ich freue mich immer noch und ja, ich würde am liebsten alles direkt painten. Direkt auf der Stelle. Besonders dieses hier, das eingerahmte und das Friends-Bild. Also wahnsinnig schön. Wahnsinnig, wahnsinnig schön. Guckt mal, hier sieht man ja sogar das Eis, die Schokolade und ja, genau. Gut. In diesem Sinne, ich freue mich dann auf das nächste Video mit euch. Und wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare gerne, was von den Dingen ihr am besten fandet. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss.